Das Lied von Biron und Knapp ist in den 60er Jahren schon da, dass die Zeit sind, wo Haushaltsmaschinen, Wäschmaschinen usw. Einzug gehalten haben. Und die haben das in humoristischer Form verschafft, was so die Wundergläubigkeit der Maschine. Fifi, die Waschmaschine. Kennen Sie die Fifi schon? Haben Sie schon gehört davon? Wie der Waschtag ohne Plag wird zum Feiertag. In die Waschküche zu humpeln und den ganzen Tag zu rumpeln mit den nassen kalten Latschen durch die Wasserlaken hatschen. Das ist nicht mehr nötig, Leute, darum kauft euch, liebe Leute, eine Fifi-Waschmaschine. Fifi ist ein wahres Wunder, Fifi ist bestimmt kein Plunder. Fifi ist von Wien bis Ceylon aus Papier, Maché und Nylon überall schon zugekommen, jedes Geld wird angenommen, egal wo sie auch wohnen. Jetzt kommt der beste Tipp, die Fifi mit Atomantrieb. Und wenn vielleicht in manchem Land auch kein Atomantrieb zur Hand, dann gibt's in Wien, Paris und Rom den Gleichstrom und den Wechselstrom. Und ob in Rom, so Wien, Paris, die Wien gehört auch mit Benzin. Und ob in Rom, in Wien, Paris, man kann sie treten auch mit Fiese. Ja, das ist Instantkunde. Nun, ihr Leute, höret an, wie die Fifi waschen kann. Nur ein Druck und eins, zwei, drei, keine Hexerei. Obersteinen oder Wolle spielt bei Fifi keine Rolle. Hemden, Strümpfe, Unterhosen, Blusen mit und ohne Rosen, Tischgeschirr und Taschenbücher, Kinoleinwand, Leinenbücher, Socken, Halter, Büstenhalter, Schnuppergürtel, Hosenträger, Schürzen für die Schürzenjäger, Combination und Krawatten, Leichentücher zum Bestatten, Gürtelbande zum Besetzen und von Haar- und Einkaufsnetzen bis zum Stiefelwitzen. Und wenn's wer versteht, dann kann der waschen alles miteinander. Fifi wäscht zugleich buchstäblich Hermelin und Fleckerlteppich. Außerdem sind auch ganz Schnuppe Farben in der Wäsche, Suppe und geblumt, karierte Schotten, alles wird herausgesotten. So erspart man sich das Bleichen und von Farben, die entweichen, kann man Möbel streichen. Wer jetzt glaubt, das Lied ist aus, der kennt sich nicht mit Fifi aus. Nach dem Essen wäscht sie ihr auch noch das Geschirr. Essbestecke, Teller, Tassen, Siebedeckel, Blumenvasen, angebrannte Töpfe, Pfannen, Tee, Kaffee und andere Kannen. Auch kein Porzellan aus Meißen bringt die Fifi zum Zerreißen. Fifi ist nicht umzuschmeißen, zu verschiedenen anderen Zwecken kann man Fifi auch. Entdecken. Man kann Nähen stricken, schnuppen, Boden kehren, Teppich klopfen, Nägel schneiden und lackieren, Locken wickeln, Bauch massieren und das Kreuz einschmieren. Und auch im Büro ein Muss ist Fifi mit PC-Anschluss. Fifi Office Leitmodell ist multifunktionell. Man kann fließend übersetzen, brausen in geralen Netzen, rechnen, schreiben, kalkulieren, morsen, faxen, bilanzieren, drucken, speichern, printen, messen, surfen, wählen, SMSen, googeln nach Adressen. Fifi ist es zu verdanken, im System gibt's keine Schranken, Apple, Windows, sonst sensibel sind mit Linux kompatibel, Spectrojahrlein infiziert, kann die Fifi ignorieren, sie wäscht raus die Viren. Fällt dir dann kein Zweck mehr rein, dann haue einen Nagel rein und griffbereit hängt dann gleich so darauf der Schlüssel für das Klo. Ja, ja, die Fifi ist nicht ohne, Fifi dient auch als Kanone, doch das wollen wir nicht berühren, denn sonst könnte es passieren, dass sie sich zum Kauf entschließen und dann eine Wunderbühne gleich herunterschießen.